Willkommen zurück auf funkyhome.de. Die Firma EcoFlow hat entscheidende Sicherheitslücken bei ihren Geräten behoben. Und zwar gibt es neue Firmware-Versionen für die Delta 2, Delta 2 Max, den PowerStream und die EcoFlow Smart Plugs. Dort war es möglich, wenn man mit einem Gerät, mit einem einfachen Smartphone, die EcoFlow App installiert hat, wenn man dann die Ortungsdienste und Bluetooth aktiviert hat, WLAN deaktiviert und dann eine Suche gemacht hat, obwohl man nicht authentifiziert ist und auch kein Login hat, konnte man dann die Geräte übernehmen. Das heißt, man findet alle Geräte und kann sie übernehmen. Das ist natürlich eine doofe Sache, vor allen Dingen, wenn man da einen Kühlschrank angeschlossen hat oder ähnliches oder auf dem Campingplatz, wenn alle möglichen Leute halt eben EcoFlow-Geräte haben. Und man verbindet aus Versehen mit dem EcoFlow-Gerät, dann ist es schon schlimm genug. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls das mit dem Firmware-Update nicht funktioniert oder auch eine WLAN-Verbindung nicht funktioniert, dann liegt es vermutlich an den WLAN-Einstellungen im Router. Und zwar muss man für die EcoFlow-Geräte das 5 GHz WLAN deaktivieren. Also im Router draufgehen, anklicken und bestätigen. Dann kann nämlich die Verbindung mit 2,4 GHz WLAN aufgebaut werden und das Firmware-Update wird runtergeladen. Wenn man aber jetzt die Firmware installiert hat, ich zeige das mal ganz kurz, da haben wir jetzt das Update gemacht. Die Firmware ist jetzt zum Beispiel auf dem Smart Plug drauf. Dann haben wir sogar noch eine weitere Funktion bekommen und das nennt sich unter den Lab-Funktionen EcoFlow Mesh. Mesh ist eine Weiterleitung von WLAN-Signalen zur Verbesserung der WLAN-Qualität. Und dies können wir einschalten und dann wird automatisch das Meta-Protokoll deaktiviert. Das Meta-Protokoll hat zwar eigentlich nicht direkt was mit der Sicherheitslücke zu tun, ist aber trotz alledem ganz interessant. So, ich schalte das jetzt aber mal wieder ab. EcoFlow Mesh und möchte noch mal kurz zeigen, was passiert, wenn man jetzt das Gerät sucht. Wenn wir jetzt den Smart Plug suchen, dann dauert das eine Sekunde. Und dann gibt er die Meldung aus, das Hinzufügen ist fehlgeschlagen, bitte versuchen Sie es noch einmal. Versuchen wir nicht. Was noch interessant ist, die Delta 2 Max, wenn man jetzt damit verbinden möchte, machen wir auch mal ganz kurz. Da gibt es jetzt eine Meldung, das Gerät wurde durch einen anderen Benutzer gekoppelt. Ist ja auch richtig, wir haben es ja auf einem anderen Gerät angemeldet und in den Login-Daten angemeldet. Setzen Sie das Gerät vor dem Hinzufügen zurück. Ja, das wäre natürlich schade, wenn wir das könnten. Machen wir das mal. Und dann kommt eine Meldung, man möchte doch bitte den Button am Gerät drücken. So ist das richtig, denn so haben wir jetzt einen Schutz, dass es nicht mehr übernommen werden kann und auch nicht einfach zurückgesetzt werden kann, wie es vorher war. Jeder konnte an den Einstellungen rumspielen, das geht natürlich nicht. Also, der Bug wurde jetzt behoben, die Sicherheitslücken wurden behoben. Für die Delta 2 und Delta 2 Max gibt es die Version 1.0.0107 sowie 1.0.0.44. Für den PowerStream ist es die Version, die Firmware-Version 1.1.3.31. Und für die Smart Plugs von der Firma EcoFlow sind es die Firmenversion 2.0.3.41. Nein, das waren nicht die Lottozahlen, sondern die Firmenversion. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch gerne auf den Like-Button und abonniert unseren Channel. Dann könnt ihr auch weiterhin unsere Videos sehen. Wir wünschen viel Spaß dabei und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.